Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Fit in Alanya. Ich bin der Peter. Heute Teil Nummer 3 der berühmt-berüchtigten Videoreihe über den Bechern von Alanya. Ja, Teil Nummer 3. Heute Donnerstag. Ja, nicht erst Samstag, Sonntag, wie die letzten zwei Male. Samstag, Sonntag, nur Ausgangssperre. Dieses Mal geht es schon los. Von Mittwochnacht 0 Uhr bis Sonntagnacht 0 Uhr. 4 Tage am Stück Ausgangssperre. Das Einzige, das sie uns zugestehen, wie das letzte Mal ja auch, Brotfabrik darf man hingehen. Der mobile Wagen, der durch die Gegend fährt, wo man sein Brot erwerben kann, das gibt es auch noch. Dann haben einige Apotheken offen für den Fall der Fälle. Und dann war es soweit erstmal. Ja? Was wir uns noch zusätzlich eingestehen, Donnerstag, also heute und morgen von 9 bis 14 Uhr, hat jetzt zum Beispiel die Mikrosche drüben bei uns hier gleich um die Ecke offen gehabt, wo man sich noch ein bisschen mit Sachen eindecken konnte. Samstag, Sonntag, wie gesagt, wieder komplett Schicht im Schacht, außer Brotfabrik und mobiler Brotwagen. Was soll ich noch dazu sagen? Mir fällt so langsam die Worte. Ich kann dann nur noch den Kopf schütteln, was hier gerade so abgeht. Also definitiv für mich so langsam nicht mehr nachvollziehbar, was sind die wirklichen Hintergründe. Definitiv nicht das, was im Vordergrund publiziert wird. Da geht es um eine ganz andere Geschichte. Aber man hat ja jetzt relativ viel Zeit, wenn man zu Hause herumstracken muss. Man kann sich ruhig ein bisschen hinsetzen. Und ein bisschen recherchieren, sich einfach ein bisschen informieren und dann recherchieren. Und ich finde es total cool gerade, was so ein bisschen passiert im Kommentarbereich unter den Videos. Sehr viele verschiedene Meinungen. Auch der Austausch untereinander finde ich total cool, dass der bei euch super gut stattfindet. Dass es immer wieder verschiedene Meinungen gibt und da immer wieder ein bisschen was mit reinkommt. Total cool. Was ich auch total cool finde, dass manche Leute Videos mit reinposten. Auch das finde ich cool. Nehmt euch die Zeit, ihr habt sie gerade definitiv, guckt euch die Sachen an, recherchiert, bildet euch eure eigene Meinung darüber und kommuniziert ruhig miteinander. Wie gesagt, ich habe mich entschieden, alles, was gerade im Kommentarbereich mit reinkommt, alles drin zu lassen. Wenn andere aussortieren, dann muss ich nicht auch dazugehören, der das macht, wegen dem. Momentan, alles was reinkommt, bleibt drin stehen. Wie gesagt, und ich finde es total cool, dass die ganze Community sich ein bisschen untereinander auch austauscht. Und wie gesagt, macht wirklich weiter so. Kommunikation ist wirklich alles. Ohne Kommunikation passiert gar nichts. Eine sehr geile Geschichte, definitiv. Ja, was ich auch noch ein bisschen schade finde, ich war jetzt gestern wieder ein bisschen unterwegs auf den Märkten hier bei uns in Kirchstedt zum Einkaufen und sehr wenig los. Ich würde mal schätzen, so maximal noch ein Viertel ungefähr der Stände sind da. Vielleicht noch ein Drittel bis ein Viertel, nicht mehr. Die ganzen anderen Stände mit Haushaltsartikel, Klamotten, Pipapo, da ist gar nichts mehr los, die dürfen gar nicht mehr. Bei den Leuten, wo ich hauptsächlich immer gekauft habe, die kleinen älteren Bauern hier aus dem Umfeld, da ist so gut wie keiner mehr übrig. Die sind alle etwas älter wie 65, das heißt für die einfach zu Hause zu bleiben. Ich weiß nicht, wie die das jetzt machen. Keine Verkäufe, kein Einkommen. Und die ganzen Sachen, die können auch nicht mehr wie essen. Gehen die ganzen Sachen jetzt kaputt? Schon sehr fragwürdig, weil die Sachen eigentlich schon immer richtig gut waren. Sehr lecker und ja, wie gesagt, ich finde es schon schade ein bisschen, dass man den Leuten gerade so ein bisschen die Grundlage nimmt, dass sie einigermaßen über die Runde kommen, ein angenehmes Leben führen können. Die ganzen Cafés, Restaurants, Shops hier in der Gegend, alle komplett zu, kein Einkommen. Ich habe jetzt jemanden gesehen, der auch einen kleinen Laden hat, hier bei uns gleich um die Ecke. Der sagt, ja, Reserven sind so langsam aufgebraucht.
Es wird so langsam bedenklich für ihn, dass er irgendwie ja, seinen Laden, seine Familie noch locker über Wasser halten kann. Diese Stimmen kommen immer vermehrt von den Leuten, die ich hier so aus dem Umfeld kenne, mit denen er immer mal wieder so ein bisschen sieht und trifft und dann einfach ein bisschen Laber-Palaber hält. Also wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie lange das hier noch in geordneten Bahnen alles abläuft. Ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange gehen, dann werden hier auch definitiv irgendwelche Veränderungen stattfinden. Ja, auch im Kommentarbereich war ein bisschen was drin. Das letzte Video hat ein bisschen geflackert, oder die letzten Videos, wo ich draußen gemacht habe. Ja, stimmt, definitiv. Ich weiß nicht, liegt es am Telefon, mit dem ich das mache, ob das wirklich so dementsprechend lichtempfindlich ist. Ich stelle es halt ab und zu auch ein bisschen fest, wenn ich draußen ein Bild mache. Je nachdem, wie ich manchmal die Kamera halte. Manchmal sehr hell und dann total dunkel. Aber wie gesagt, das ist nur eine kleine Nuance, die ich da verändere. Ich weiß nicht, ob das wirklich von der Kamera her so dementsprechend empfindlich ist. Keine Ahnung. Momentan Stand der Dinge, die ganzen Läden sind zu. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mit dem arbeiten, was momentan mir zur Verfügung steht. Von dem her seht mir einfach ein bisschen nach. Wenn es zu sehr anstrengend ist, dann konzentriert euch einfach auf das, was ich dementsprechend hier kommunizieren möchte. Guckt die Sache halt nicht an, wenn es euch zu sehr ja, aus der Bahn schmeißt oder irgendwo zu sehr davon ablenkt. Hört einfach auf das, was dementsprechend drüber gebracht werden soll, weil das ist auch für mich wirklich das Wichtigste. Der Inhalt ist immer das Ausschlaggebende und nicht das, was drumherum passiert. Klar, wenn man noch eine schöne Landschaft dazu hat, schöne, tolle Bilder, dann ja, rundet das die ganze Geschichte vielleicht noch ein bisschen ab. Aber wie gesagt, das ist immer nur das i-Tüpfelchen obendrauf. Der Extra-Bonus. Wie gesagt, es geht immer nur um den Inhalt, der dementsprechend rübergebracht werden soll. Das ist Sinn und Zweck der Übung, die ich hier dementsprechend mache, warum es diesen Kanal gibt. Die Informationen, meine Sichtweise, meine Sachen einfach mit euch zu teilen, dass das nicht immer auf Gleichgesinnte stößt, das ist mir auch komplett bewusst wegen dem. Wer sich da ein bisschen was rausziehen kann, sehr gerne. Wer nicht, Abo beenden, abschalten, alles kein Problem für mich. Wie gesagt, das ist einfach Sinn und Zweck meiner Übung hier. Austausch, weil teilen ist heilen für mich. Und wie gesagt, es ist auch wichtig, mit den Leuten zu kommunizieren. Die Kommunikation findet ja immer weniger statt. Auch die ganze Geschichte soll uns ein bisschen dazu zu bringen, mehr zu kommunizieren, weil ich dann manchmal halt sehe, wie das abdriftet, in was für eine Kommunikation. Leute, 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 manchmal kann ich nur den Kopf schütteln, was mit euch irgendwie los ist, in was für eine Sache das abdriftet. Für was habt ihr euer Gehirn gekriegt? Also, wie gesagt, für mich manchmal nicht nachvollziehbar und nur Kopfschütteln. Und es ist gerade so gut, dass so wenig Kommunikation mit manchen Leuten hier stattfindet, weil es einfach nur Kopfschmerzen veranlasst bei mir von dem her. Total cool. Und wie gesagt, hier einfach Näpfle drücken oder einfach weiterschieben und mir den ganzen Schwachsinn nicht antun. Also wie gesagt, manchmal frage ich mich, was da wirklich passiert mit manchen Leuten. Sensationell, sensationell. Es ist so gut, vernetzt zu sein, aber wie gesagt, man muss die Energie auch in die richtige Richtung fließen lassen. Und wenn ich da manchmal sehe, was da nur an Energieverschwendung, Ressourcenverschwendung passiert. Leute, 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 echt. Manchmal, eigentlich, ich bin ja eigentlich nie enttäuscht, aber wie gesagt, manchmal frage ich mich echt, für was manche Leute ihr Gehirn gekriegt haben.
Warum bei manchen Leuten Kopf da ist, ich weiß nicht, dass der Friseur ein Geschäft macht, aber ja, der hat ja gerade auch die Arschkarte, der darf ja auch nicht groß was machen. Das wird zwar jetzt wieder ein bisschen gelockert. Hier ist noch alles Schicht im Schacht, alles komplett zu, von dem her. Keine Ahnung. Ja, hier so im Hintergrund, der hört es, der Lautsprecher geht wieder an. Mal wieder ein bisschen Stimmungmacher. Gott sei Dank, alles auf Türkisch. Ich verstehe es nicht, von dem her. Daumen nach oben, ich tue mir die ganze Scheiße nicht an. Von dem her, auch die ganze Geschichte jetzt mit den Auflagen, die jetzt gemacht werden, was man so alles lesen kann. Gott sei Dank, alles auf Türkisch. Wenn ich es übersetze, Google weiß jeden Scheiß. Manchmal übersetzt er aber auch einen richtigen Scheiß. Von dem her, ich lese dann einfach immer zwischen den Zeilen und lege für mich einfach eine Linie fest, wo ich sage, da gehe ich manchen nicht auf den Zeiger. Und wie gesagt, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, kann ich einfach sagen, das war mein Verständnis dafür. Von dem her, für mich alles easy, alles wunderbar. Ich war trotzdem noch draußen mit dem Hund umeinander rennen. Die Runde zwar nicht mehr ganz so groß, wenn jetzt Ausgangssperre ist, definitiv. Aber dass ich, so wie manche das machen, nur mit dem Hund kurz vor die Haustür gehe, dass er sein Geschäftchen machen kann beim Nachbar und mich dann wieder nach oben verdrück, never ever. Auch der Hund braucht, so wie ich, seine Bewegung. Und ich kann nicht jeden Tag 100 Mal die Treppe rauf und runter rennen, wenn ich hier eingesperrt bin. Sondern ich möchte auch ein bisschen draußen in der frischen Luft ein bisschen spazieren laufen. Wegen dem heute Morgen ein bisschen oben auf dem Dächle. Ich werde mir auch nachher noch mal ein bisschen da oben draufsetzen. Einfach für mich ein bisschen Ruhe und ja, Zeit für mich einfach ein bisschen nehmen, um über die wichtigen Dinge nachzudenken, die mich betreffen. Mir einfach meine eigenen Gedanken zu der ganzen Materie hier zu machen. Und für mich einfach immer wieder aufs Neue festzulegen, wie mein weiterer Weg hier aussieht. Dass momentan Zeit für Veränderung ist, das steht definitiv fest. Aber die Veränderung, die beginnt immer in dir und die legt da jeder für sich selber fest. Wichtig ist nur, wenn wir schon die Möglichkeit haben, uns zu vernetzen, uns auszutauschen, auch in dieser Zeit, dann sollte man das auch definitiv tun. Und über die richtigen Sachen kommunizieren und nicht über irgendwelchen Schwachsinn, der gerade irgendwelche Serien oder über irgendwelche Sachen, die gerade wieder dementsprechend rausgehauen werden von irgendwelchen Leuten. Sehr bedenklich für mich so langsam. Auch die ganze Geschichte, wie es jetzt zum Beispiel in Schweden umgesetzt wurde, das alles in Frage zu stellen. Das Komische ist, die ganze Wirtschaft in Schweden, die wurde trotzdem noch am Leben erhalten, nicht wie überall anders, wo sie einfach gegen Null gefahren wird, wo sie einfach gegen die Wand rennt. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass es das alles gerade bewusst funktioniert oder so umgesetzt wird, dass man eigentlich wieder ein bisschen mehr, ja, die Hand mehr über die Leute hat, dass man sie einfach leichter lenken kann. Ob das wirklich die Hintergründe sind, muss jeder für sich einfach mal ein bisschen recherchieren und einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. Das sind einfach so ein bisschen die Anregungen, die ich gerne machen möchte, dass, wenn man schon die Zeit hat, einfach sich mal hinsetzt und über die wichtigen Dinge des Lebens sich hinsetzt, reflektiert, sich seine Gedanken drüber macht, ein bisschen drüber philosophiert und wichtig in Kommunikation geht. Mit sich, mit seinem Umfeld, mit seinen Leuten aus dem näheren Umfeld, aus dem weiteren Umfeld. Ich habe sehr viele Leute überall irgendwo verstreut auf der Welt. Und ich stelle gerade fest, obwohl ich die Leute nicht persönlich kenne, die Kommunikation mit denen funktioniert einfach perfekt, weil es alles irgendwo in die gleiche Richtung geht. Weil ansonsten wäre ich, glaube ich, auch der Meinung, wird man sich mit den Leuten nicht vernetzen. Es kommen auch sehr viele Freundschaftsanfragen, irgendwelche Plattformen hier, egal was es ist,
wo ich sage, was für ein Schwachsinn, was will der jetzt von mir? Und wenn du dann so ein bisschen guckst, was die Leute so tun, sehr fragwürdig, auch so kann man seine Zeit verbringen. Ja, das ist auch ein großer Teil der Ablenkung, dass man sich nicht mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen muss. Wegen dem solche komischen Industrien, die ja auch ein bisschen gepusht werden, dass immer mehr von den komischen Seiten jetzt freigeschalten werden, dass sich die Leute einfach mit dem Müll beschäftigen. Wer gerne, bitteschön, jeder ist für sich verantwortlich, aber never ever. Ich hocke mich da auch nicht hin und gucke nur einen Scheißdreck an, was da irgendwelche Leute miteinander vorhaben, wo es auch nur darum geht, total respektlos mit seinem Gegenüber umzugehen. Einfach die Schamgrenze total nach unten schrauben und irgendwelche Leute einfach für irgendwelche Dinge benutzen oder missbrauchen, um einfach ja sein großes Ego einfach auszuleben. Leute, 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 also bin ich gesagt echt sehr schwer nachvollziehbar für mich. Aber wie gesagt, je größer das Ego, umso langweiliger ist euer Leben, umso mehr geht das Leben an euch vorbei. Schmeißt euer Ego einfach über den Haufen, schmeißt weg. Seid offen für neue Leute, für neue Geschichten. Verbindet euch mit Leuten überall auf der ganzen Welt. Und es gibt auch so viele Leute, die mich immer wieder auf die ganze Thematik, wie ist es hier? Ich will da gar nicht drauf eingehen, weil es mir einfach nur Kopfschmerzen macht, Leute. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, was hier gerade passiert. Macht für mich keinen Sinn, nicht eine Sekunde. Es ist für mich absolut Zeitverschwendung. Nichts anderes. Ich versuche doch nicht in Flow zu kommen mit dem ganzen Müll. Ich bin doch nicht ein toter Fisch und schwimme einfach mit dem Strom. Nein. Ich war schon immer jemand, wenn tausend Leute sagen, Peter, diese Richtung. Nein, rumdrehen, Arme raus. Immer wieder ein bisschen anecken, dass die Leute sagen, was ist mit dem los? Warum läuft er einen anderen Weg? Einfach einen Denkanstoß, den die Leute mitgeben. Jede Sache hat zwei Seiten. Wenn ihr es nicht versteht, nehmt ein Blatt Papier, schreibt auf, pro contra. Was habe ich für, oder was ist diese Seite, wenn man das macht? Aber was ist der Gegenpol? Was passiert dann auf der anderen Seite? Das Yin und Yang, das eine geht ohne das andere nicht. So geht auch die Geschichte hier nicht. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und das andere sind wir. Und wir müssen wirklich anfangen, das Ding da oben zu nutzen, wenn nimmer es doch kriegt, Leute. Echt. Ich mache ja immer wieder so einen kleinen Joke und sage, wenn ich nur eine Gehirnzelle habe, funktioniert mein Leben nicht. Weil ich brauche zwei, am besten zwei gesunde, dass linke Seite, rechte Seite miteinander kommunizieren kann. Erst dann passiert was, Leute. Wirklich. Nehmt euch diesen Satz, schreibt ihn euch auf. Zwei Gehirnzellen, dass mein Leben funktioniert. Ansonsten keine Kommunikation in meinem Hirn. Ist ganz wichtig. Wegen dem habe ich es gekriegt. Nicht, dass der Friseur Geschäft machen kann, dass er Geld verdient, wenn ich nur hingehe und meine Haare machen lasse. Ich habe das gekriegt zum Nachdenken. Ich habe zwei gesunde Augen gekriegt zum Gucken, was passiert. Ich habe einen Mund gekriegt zum Reden. Ich habe eine Nase gekriegt zum Riechen. Dass ich rieche, was hier abläuft, dass ich sehe, was abläuft, ein Mund, dass ich drüber reden kann, dass ich kommunizieren kann, Leute. Wegen dem habe ich es gekriegt. Und nicht irgendwo zum sinnlos durch die Gegend rennen und mich mit Scheiße beschäftigen. Leute, 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 echt. Manchmal frage ich mich, was passiert mit unserer Gesellschaft. Aber wenn du dann siehst, mit was sich zu viele Leute beschäftigen, dann weißt du, warum es so ist, wie es ist. Sorry, tut mir leid, aber das sind einfach meine Gedanken zu der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, die ganzen Leute, das ist wie so ein Magnet, du wirst da wirklich angezogen.
Leute, die du nicht kennst, mit denen, du triffst die, das ist, du rennst durch die Gegend und mir geht's so. Ich sehe dann irgendwen oder ich gucke sehr viel umeinander, ich bin sehr aufmerksam, wenn ich draußen rumrenne und ich stelle dann immer wieder fest, in dem Mensch, ob männlich, weiblich, jung, alt, ob es jetzt kleine Kinder sind, ob es ältere Leute sind, egal, männlich, weiblich. Es ist irgendwas, wo du sagst, da zieht es mich irgendwie hin. Und wenn du dich 2, 3 Minuten mit den Leuten unterhältst, dann merkst du, das ist wie sowas, was dich anzieht. Das Yin und Yang. Das eine kann ohne das andere nicht. Und die Kommunikation, die dann einfach mal losgeht, sensationell. Aber es ist immer nur, weil das Mindset dementsprechend so ausgerichtet ist, weil das Mindset so ist, dass es immer offen ist für neue Geschichten und dass das Mindset immer wieder jede Geschichte hinterfragt. Immer das Pro, das Contra. Was ist der Nutzen? Was hat die andere Seite für einen Nutzen davon? Wegen dem Mindset jeden Tag aufs Neue trainieren. Ganz wichtige Geschichte. Und wie gesagt, ich finde es so spannend, Leute, wo du noch nie gesehen hast. Und es ist wie, wenn du, was weiß ich, deinen besten Kumpel, ihr wart gestern ein Saufen, heute trefft er und redet über euer Katererlebnis, das gestern Nacht abgelaufen ist. So ist es mit den Leuten auch. Du kennst sie nicht, aber es ist halt, das ist wie ein Feeling, dass du dich schon Jahrzehnte kennst, dein ganzes Leben lang kennst. Vielleicht aus einem früheren Leben kennst, wo du früher gelebt hast, dass da schon irgendwo eine Verbindung mit den Leuten war. Dass du dich immer wieder aufs Neue triffst mit den Leuten. Das ist so sensationell. Und ich finde es so geil. Wie gesagt, das sind lauter verschiedene Nationen auf der ganzen Welt. Mich hat einer angeschrieben aus Indien. Was schreibst du da immer wieder? Was ist es für eine Sprache? Da sage ich, ja, ist Deutsch, ja, ich verstehe es nicht. Das ist eigentlich kein Problem. Ich kann dir das auch auf Englisch ein bisschen rüberschreiben. Und seitdem kommunizieren wir ein bisschen miteinander. Und das ist total cool. Ein Mensch, den ich gar nicht kenne. Aber das ist auch das. Du ziehst dich wirklich an und die Kommunikation mit denen. Sensationell. Wirklich total cool. Leute in Amerika drüber, wo sie sagen, bei uns geht gerade richtig der Punk ab. Ich kenne die Leute nicht persönlich. Aber du findest einfach einen mega geilen Draht zu denen. Und das sind meistens relativ junge Leute, die sind so Anfang, Mitte 20 bis maximal 30, wo ich echt sage, was wollen die mit so einem alten Knacker kommunizieren? Aber dann legst du los und die sagen, wie, was, wo? Und nein, du siehst gar nicht so alt aus, wie du wirklich bist. Und deine Gedanken, die du hast, finde ich total genial. Deine Erfahrungen, die du hast und dass du das mit uns austauschst. Total super, mega. Wirklich Hut ab und ich finde es so geil. Wie gesagt, wirklich wildfremde Leute, männlich, weiblich, egal. Was für eine Nationalität, total cool. Finde ich total spannend, easy. Voll cool. Und das ist Sinn und Zweck für mich vom Leben. Kommunikation ist alles. Wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, kommunizieren, uns zu vernetzen, ein Netzwerk aufzubauen, uns auszutauschen, eine gemeinsame Geschichte irgendwo zu starten, weil wir müssen irgendwas verändern. Nicht nur uns selber, die Veränderung beginnt ja immer in uns selbst. Aber wir müssen einfach anfangen, eine Veränderung für die ganze Geschichte hier dementsprechend zu machen. Wir müssen einfach ein bisschen weiterdenken. Nach uns kommen auch noch einige, die das vielleicht auch noch ein bisschen genießen möchten hier. Wie gesagt, wenn ich dann immer sehe, wie gesagt, haben Sie Ihre Handschuhe, Ihre Maske, dann ist es ausgebraucht. Dann stehen Sie neben Mülleimer und statt Sie es in den Mülleimer reinschmeißen, schmeißen Sie es auf den Boden. Das ist noch ein weiterer Beitrag zur Umweltverschmutzung. Und da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Und dann sagst du was zu den Leuten, dann gucken sie dich noch blöd an. Ich gehe hin, hebe es auf und schmeiße es in den Mülleimer. Ich gehe einfach mit gutem Beispiel voran. Wenn er das nächste Mal macht, ist gut. Wenn nicht, dann soll er es wieder daneben hinschmeißen. Nimm es halt beim nächsten Mal wieder. Aber auch das ist so eine Geschichte, ja. Wenn die Leute hier durch die Gegend fahren, die das Ganze kontrollieren, nicht nachvollziehbar.
Auto mit einem Frischluftfilter, Innenraumfilter, die Fenster sind lagerweit offen, keine Handschuhe an, keine Maske auf, meistens das Telefon in der Hand, während dem Autofahren. Leute, was ist los? Und solche Leute geben uns vor, was wir tun müssen und was wir uns zu halten haben. Die setzen das um. Vor kurzem auf dem Markt, ich hätte so ein Foto machen und das sozial raushauen, dass die Leute sehen, was hier abläuft. Es kann ja nicht sein, dass jemand da sitzt, der zum Kontrollieren hat, auf dem Stuhl, blickt nach unten auf sein virenverseuchtes Telefon, keine Handschuhe an, keine Maske drüber, Kippe in der Fresse. Und der kontrolliert, ob du mit Handschuhe die Sachen anfasst, ob du deine Maske anhast, dass du da drin einkaufen gehen kannst auf dem Markt. Leute, wo kommen wir hin? Was soll das? Bitte, fragt euch das mal. Wie kann das sein, dass jemand, der das eigentlich umsetzen muss, das so hemdsärmelig umsetzt? Ist doch armselig. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Das ist einfach so ein kleiner Denkanstoß. Und wie gesagt, wenn ich das nächste Mal jemanden von den Kameraden sehe, die so da sitzen, ich mache wirklich ein Foto und hau das mal raus. Vielleicht glauben es die Leute dann, wenn du das den Leuten erzählst, ah klar, kann doch gar nicht sein. Du laberst Scheiße und sagst, ja, das nächste Mal, ich mache ein Bild. Ohne Witz, ohne Witz, wenn ich das nächste Mal irgendwo hinkomme und irgendwo einen sehe, der seine Aufgabe hat und der das so umsetzt, ich mache ein Bild von dem und ich hau das sozial raus, dass das einfach mal wirklich bei euch ankommt, wie manche Sachen hier gerade laufen. Das ist nicht nachvollziehbar für mich. Wie gesagt, die ganze Geschichte hat einen so einen üblen Beigeschmack. Aber wie gesagt, man muss ihn einfach riechen, den Braten. Aber es kommt dann halt auch dementsprechend darauf an, mit was beschäftige ich mich. Und wenn ich einfach nur der große Pause-Clown bin, der alle hier mit Jux und Dollerei jetzt gerade belustigen muss, bitte, dann macht es doch einfach weiter. Jeder ist für sich verantwortlich. Aber wie gesagt, für mich nur noch Kopfschütteln. Wirklich nur noch Kopfschütteln. Der Großteil der Menschen, da ist wirklich alles verloren. Sorry, tut mir leid. Tut mir leid, dass man so sein Leben wegschmeißen kann, dass man so seine Zeit verschwenden kann. Nicht nachvollziehbar. Aber dann muss man immer die Frage stellen, wer ging als gutes Beispiel voran? Wegen dem, ich kann für mich immer nur wieder festlegen, Ego braucht man nicht. Immer wieder mit gutem Beispiel vorangehen. Wie gesagt, wenn irgendjemand seine Wasserflasche da drüben einfach auf die Straße schmeißt, heb sie auf. Wenn jemand neben Mülleimer seine all den verkackten, verseuchten Handschuhe hinschmeißt, die er den ganzen Tag tragen hat, sein komischer Mundschutz noch mit dazu. Ich heb's einfach auf, weil ich scheiße auf die Corona. Die macht mir sowieso nichts. Ich bin gut aufgestellt. Mein Immunsystem wird tagtäglich geboostet. Ich weiß, was ich jeden Tag zu tun habe. Wenn ich jetzt gerade nicht groß draußen rumrennen darf, dann muss ich einfach meine Supplements dementsprechend anpassen. Meine Mitbewohnerin hier, ihr kennt sie ja alle, die seit 5 Wochen jetzt schon, fast 5 Wochen jetzt hier schon in der Hütte drin sitzt und nicht raus darf. Da haben wir die ganzen Parameter dementsprechend nach oben geschoben, dass sie trotzdem noch ihre Energie abkriegt, dass sie einfach auf einem passenden Level ist mit ihrem Vitamin D3-Spiegel und auch sonst noch ein paar andere Sachen einfach noch ein bisschen, ja, nach oben geschraubt haben, einfach noch mal ein bisschen das Feintuning gemacht haben, weil es einfach wichtig ist, dass sie noch eine sehr lange Zeit mit uns hier verbringen kann, auf dieser wunderschönen Erde, und wir einfach die Zeit genießen, die wir hier noch haben, weil unsere Zeit ist definitiv begrenzt. Das ist das, was, glaube ich, den wenigsten Leuten nicht bewusst ist. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl. Irgendwann ist das Limit erreicht und dann ist einfach Schicht im Schacht und dann sind wir einfach nicht mehr da.
Auch das hat, wie gesagt, jeder in seiner eigenen Hand, was in dieser Zeit draus macht. Ob er sie einfach irgendwo nur absitzt oder ob er sie einfach lebt. Wegen dem hat ja einer gemeint, ob das wirklich hier die richtige Wahl in die Türkei. Ja, es war für mich die richtige Wahl, definitiv. Ich fühle mich hier gut. Definitiv besser wie dort, wo ich vorher war. Weil dort wird die ganze Geschichte, glaube ich, noch einen ganz anderen Verlauf nehmen oder geht jetzt schon so langsam etwas los mit einem ganz anderen Verlauf. Wenn man mal immer wieder so ein bisschen mitkriegt, auch heute kam wieder eine schöne, tolle Meldung. Haut es euch einfach rein, wenn ihr es wirklich wissen wollt, um was es jetzt in Zukunft gehen soll, dass man die ganze Sache hier in den Griff kriegt. Das hilft definitiv nichts. Nein, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Da geht es einfach wieder ums Aussortieren und nichts anderes. Wenn ja, dann gut. Wenn nein, bist du irgendwann einmal ab durch die Mitte und nicht mehr auffindbar. Leider Stand der Dinge, wie gesagt, von dem her, Leute, macht euch wirklich Gedanken um euch, um euer Leben. Macht euch Gedanken um eure Freunde, um eure Familien. Geht in Austausch, geht in Kommunikation. Redet miteinander. Ihr habt gerade so viel Freizeit. Aber wie gesagt, sucht euch die richtigen Themen. Nicht ablenken. Holt euch die richtigen Themen auf den Tisch. Setzt euch hin, holt euch ein Stück Papier. Schreibt euch eure Gedanken auf. Und wie gesagt, geht in Kommunikation mit euch, eurem Umfeld, Freunde, Bekannte. Seid offen für neue Geschichten, für neue Bekanntschaften. Überall auf der ganzen Welt, weil es wichtig ist, sich mit der ganzen Welt zu vernetzen. Dass man von jedem irgendwo eine kleine Sichtweise mitkriegt und für sich dann einfach feststellen kann, was kann ich für mich weiter nutzen und was kann ich diesen Menschen weitergeben. Einfach wie gesagt, die Kommunikation ist der wichtigste Part und der ist momentan wichtiger wie alles andere, wichtiger wie jede Schutzmaßnahme. Weil ich kann mir auch ein komplettes Ganzkörperkondom überstülpen, mir ein Atemschutzgerät aufsetzen und hoffen, dass nichts passiert. Wenn ich Pech habe, kriege ich es trotzdem. Von dem her, macht euch nicht so viel Gedanken. Wenn es euch anhupft, wie es jemand hier aus der Gegend immer sagt, dann hupft es euch an. Dann ist es halt so. Aber auch das stand schon im Kommentarbereich. Es ist langweiliger wie eine ganz normale Grippe. Eine ganz normale Grippe ist deutlich härter vom Verlauf. Von dem her, macht euch nicht so viele Sorgen darüber. Lebt euer Leben, macht euch die wichtigen Gedanken. Haut rein. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, nicht nur ein, am besten zwei. Irgendwelche Fragen, Anregungen, Kommentare unten. Haut's rein. Und wie gesagt, sehr cool. Ich finde es total geil, meine Community, wie sie miteinander kommuniziert. Macht es auch weiterhin. Es ist wichtig, ein Austausch. Austausch alle untereinander. Wenn jemand ein Video unten mit reinhauen will, von meiner Seite aus sehr gerne. Zeigt den Leuten sehr viele Sichtweisen auf, dass jeder sich ein bisschen damit auseinandersetzen kann, jeder ein bisschen recherchieren kann, jeder sich seine Gedanken machen kann zu der ganzen Thematik, zu der ganzen Geschichte und wie die Geschichte umgesetzt wird. Abo, ganz cool, Glocke nicht vergessen, am besten gleich mit dazu. Dann wird er immer unterrichtet, sobald es was Neues gibt auf diesem Kanal. Wie gesagt, Fragen, Anregungen unten mit rein, Kommentarbereich. Wenn es passt, definitiv drauf eingehen. Immer wieder eine kleine Anmerkung, so wie heute auch mit Flimmer, mit der ganzen Geschichte, ob das die richtige Wahl war. Ich werde das immer wieder mit einbauen. Einfach meine Sichtweise dementsprechend damit kundtun. Wie gesagt, wenn jemand was reinposten möchte, von mir aus, sehr gerne. Ich werde da keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Wenn das jemand anders macht, dann liegt es nicht in meiner Hand. Ich bin für freie Kommunikation untereinander, weil ich es sehr wichtig finde. Von dem her, recht herzlichen Dank
fürs Zuhören heute. Leute, haut rein. Bleibt positiv und gebt euch mit positiven Leuten, mit positiven Themen. Dann kommt auch ein positives Ergebnis raus. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und Peace.